Hallo YouTube AdSense, hier AdSense Jens, nicht gut gelaunt. Wer sich seinen Freitag nicht versauen lassen möchte, der kann jetzt gerne gleich wieder ausmachen. Es ist heute mehr wieder Real Talk mit einem blöden Thema für mich, aber es muss, glaube ich, wieder sein, weil ich komme mir sonst nicht mehr klar. Na, ich hoffe, bei euch war die Woche besser als bei mir. Ich sage vorweg, ich habe leider nicht alle Bestellungen geschafft. Es sind noch welche vom Mittwoch offen. Tut mir echt leid, aber es war gar nicht möglich. Also, ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich bin ja kurz vorm Verzweifeln. Es ist einfach richtig kacke, wie das zurzeit so mit der Post läuft. Immer noch. Oder es wird nicht besser, es wird eher schlechter. Was ist passiert? Vor 2 Wochen habe ich am Samstag ein Facebook-Bild hochgeladen, wo ich 53 Sendungen zurückbekommen habe. Alles 70er Briefe, die waren nicht schwerer, die waren nicht dicker, das waren normale 70er Briefe, die kamen einfach retour ohne Grund. Und dann habe ich mich bei der Deutschen Post bei der Facebook-Seite beschwert und nach 20 Minuten war der Post gelöscht. Also ich komme da echt so nicht weiter und wenn ich die anrufe, kommt immer nur irgendeine automatische Sprache. Frau, die mit mir quatschen will, was mir aber auch nicht weiterhilft. Ich würde gerne mal mit einem Verantwortlichen, mit einem Menschen reden. Aber das ist halt nicht das Schlimmste. Also, das war noch irgendwie zu regeln. Da kommen halt ab und zu jetzt welche zurück. Die gehen wieder raus. Und das einzigste Manko an der Sache ist, ihr bekommt die Karten halt nicht gleich am nächsten Tag, sondern erst 2, 3 Tage später, weil es halt erst beim zweiten Versenden bei euch ankommt. Was auch immer da wieder passiert ist. Das Schlimmste ist, was zurzeit halt immer noch oder immer wieder auftritt oder schon wieder auftritt. Wir eigentlich waren jetzt mal 2, 3 Wochen Luft damit und das war durch das Thema, dachte ich. Dass die 85er Briefe ins Inland, die Unversicherten, nicht ordentlich bei euch ankommen. Dass da an der linken Seite, wo oben meine Adresse stand oder steht, ein Schlitz war, die Karten waren raus, aber unser Brief, ich sag mal, unsere Briefsicherung, unsere Kartensicherung mit dem Papier und der Hülle war irgendwie noch drinne. Und das ist jetzt so oft aufgetreten und seit dieser Woche sogar auch bei Versicherten. So, das heißt, da wurden die Briefe als angekommen markiert, aber wenn die Leute, die Kunden, die Käufer dann in ihren Briefkasten gucken oder es sogar per Übergabe annehmen, nehmen sie einen leeren Brief an, beziehungsweise finden im Briefkasten einen leeren Brief und das kann es einfach nicht sein. Und da natürlich alles irgendwie wieder versucht, mit den Kunden zu klären, man hat immer irgendwo eine Lösung gefunden, aber das hat die Woche so viel Zeit gefressen, dass ich halt überhaupt nicht hinterherkam. Ich wollte die An- und Unboxings weitermachen, ich kam nicht dazu, ich wollte alle Briefe heute schaffen bis 15 Uhr, ich hab's nicht geschafft. Und das Schlimmste ist halt wirklich bei den Versicherten, da macht man dann Nachforschungsaufträge und die Post schreibt einem immer wieder nur den gleichen Sachverhalt zurück. Wir haben mit dem Empfänger geredet. Der hat uns bestätigt, dass nichts angekommen ist, also dass der Brief leer angekommen ist. Und zu 99% sind sie sich sicher, die Post, dass ja alles in Ordnung sein müsste. So, aber für das 1%, wo halt nicht immer alles in Ordnung ist, da muss ich dann dafür haften teilweise. Und da haftet dann auch die Versicherung, die man halt bei der Post macht, bei den Briefen, auch irgendwie nicht. Weiß zwar nicht, was das für eine bescheuerte Regelung ist, aber letztendlich habe ich jetzt die Woche schon wieder so viel Verlust erlitten, dadurch, dass halt die Ware nicht ordentlich beim Kunden ankam. Und mir tut es auch leid für meine Kunden, weil die können dafür auch nichts. Die bekommen einfach ihr Zeug nicht. Und so langsam habe ich echt die Schnauze voll auf gut Deutsch gesagt. Und ich werde nächste Woche, insofern ich die Zeit habe, ich muss mir die Zeit einfach nehmen dafür, wieder nach Hohen Turm fahren. Da ist das Verteilzentrum hier von meiner Gegend. Und da einfach mal sagen, guckt mal in eure Maschine rein. Da irgendwo muss der Inhalt sein. Oder prüft mal eure Mitarbeiter, fragt die mal, was sie für Hobbys haben. Weil vielleicht, also man wird langsam paranoid in dem ganzen Ding. Wir haben jetzt angefangen, wieder die Absenderadresse von uns, von mir, hinten wieder drauf zu schreiben, damit eventuell ein Mitarbeiter, der flinke Finger hat, nicht sofort sieht, oh, das ist ein Brief vom Atzen Jens. Also kann ja alles sein, dass man durch die ganze YouTube-Sache hier doch ein paar Leute erreicht, die bei der Post arbeiten und die halt denken, ja, cool, das ist ein Brief von dem, da sind Karten drin, die könnten mir ja gefallen, ich mach's mal auf. So paranoid wird man mittlerweile. Dann haben wir angefangen, jetzt so ein bisschen unseren Versandhandel anders zu strukturieren, weil vielleicht verpackt man es ja auch falsch. Also man fängt wirklich von Anfang an, wir verpacken es falsch, man gibt es vielleicht falsch bei der Post ab, dann könnte was im Verteillager sein, dann könnten es aber auch die Maschinen sein und nicht nur die Mitarbeiter, dann könnten es aber auch die Postboten sein, die bei euch ausliefern. Aber wenn man dann halt guckt, okay,
von Kiel bis München, also komplett durch Deutschland, passieren solche Vorfälle, dann kann es halt nicht ein Postbote sein und es kann auch nicht jeder Postbote Yugi-Karten gebrauchen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt mal wirklich diese Emotion rauslassen und da ist YouTube immer noch die beste Möglichkeit für mich, weil ich damit die meisten Leute anscheinend erreiche. Ich weiß langsam echt nicht weiter. Es nervt halt, wenn man so viel Zeit investiert, um diese ganzen Problemfälle zu klären, dann teilweise sich der Support von der Seite merkt, oh, bei dem läuft ja gerade wieder einiges nicht gut, den beobachten wir mal und ich vielleicht dann nächste Woche wieder die nächste Sperre bekomme. Da geht Geld weg, da geht Zeit weg, da gehen geht die Zufriedenheit von den Kunden zurück. Da habe ich irgendwann gar keine Motivation mehr, das ganze Geschäft hinterherzugehen. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meinen Job, ich mache das sau gerne, ich habe da übelst Spaß daran und am Ende kommt eigentlich auch gutes Geld bei rum, wenn alles klappt. Wenn nicht alles klappt, dann wird's eng. Das ist halt gerade so das Problem, wo ich nicht mehr wirklich weiter weiß und ich mag eigentlich ungern meinen Job aufgeben, nur weil die Post irgendwie neue Maschinen bekommen hat oder ich weiß es nicht. Es ist halt echt nicht so fein und ich. Na gut. Ihr seid auf dem aktuellen Stand. Es läuft immer noch nicht so gut. Ich habe jetzt mittlerweile aber auch schon Analyse betrieben. Es betrifft nur Bestellungen zwischen 11 und 17 Karten. Bis 10, alles super. Da geht nichts weg, außer halt, dass die 70-Cent-Briefe immer mal retour kommen. Das ist noch zu ertragen. Und alles ab 18 Karten ist auch noch in Ordnung. Und jetzt sind wir halt daran, mal zu gucken, okay, wie verpacken wir diese Briefe zwischen den halt Stückzahlen? Und wollen da ab nächster Woche auch noch was dran ändern, damit es vielleicht noch sicherer ankommt. Wir haben heute auf jeden Fall mal wieder der Rand, der immer aufgerissen ist oder aufgeschlitzt wird, haben wir mit Tesaband wieder zugemacht, weil wir so paranoid sind. Ja, vielleicht reicht das ja, damit das dann ankommt, aber jedes Mal dann 20, 30, 85er Briefe noch mit Tesaband zuzumachen, da gehen noch mal 10 Minuten drauf, das ist jeden Tag und dann schaffe ich am Ende noch weniger. Es ist. Tut mir leid, dass ich euch schon wieder damit belästige, aber es war jetzt mal notwendig, das wieder loszuwerden, weil es doch einige waren. Heute hatte ich schon wieder 8 Kunden, die es betroffen hat. Und wenn dann halt ein Warenwert von 200, 300 € an einem Tag weg ist, ist das schon eine ganze Menge. Und irgendwann kann man das auch mit der Liquidität, die man im Laufe der Jahre zusammengespart hat, irgendwann nicht mehr ertragsreich führen. Also tut mir leid, also dann bin ich halt bald weg, wenn das nicht aufhört. Also kein Plan, was da los ist oder ob ich einfach zu verpeilt bin und irgendwas falsch mache oder ich will es auch nicht auf meine Mitarbeiter schieben. Die machen beste Arbeit. Also die machen teilweise den Versandhandel besser, als wie ich es damals selber gemacht habe, weil ich halt damals noch mehr Zeitstress hatte. Gut, belassen wir es bei dem Thema. Ich habe noch eine wichtige Ankündigung für euch. Und zwar, wir müssen unser Goat-Event, was wir über die CSL, die Cardspot Leech, am 31.03. veranstalten wollen, verschieben. Wir haben dann jetzt, obwohl wir uns zu dritt abgesprochen haben, passt das Datum, ist uns jetzt aufgefallen, oh shit, der Freitag davor ist ja der Karfreitag und das ist Osterwochenende. Und jetzt ist mir auch klar, warum so viele Leute abgesagt haben für das Wochenende, für das Turnier, die gern dabei gewesen sind, aber die halt meinten, ja, ich bin noch bei Familie und so. Und jetzt ist uns letztes Wochenende aufgefallen, ja, das ist Ostern und da haben wir ja selber auch eigentlich keine Zeit, weil wir was mit Familie machen wollen. Und deswegen verschieben wir das jetzt um eine Woche nach hinten oder nach vorne, halt auf dem 7.4. Ja, da werden wir dann Goat spielen und da haben dann hoffentlich mehr Leute Spaß und Zeit. Und das wollte ich euch jetzt auf jeden Fall sagen. So, andersrum habe ich heute noch andere schlechte Laune, weil ich eigentlich heute noch in die Hall of Games möchte. Aber es ist halt Mittag, schneit. Ja, wir haben, weiß nicht, 15 oder 20 cm Neuschnee hier in Halle. Wir haben Mitte März. Ey, was ist das? Ich denke, wir haben ja Klimaerwärmung und dies und das. Aber anscheinend stört das den Schnee heute nicht. Also, das könnte noch ein Problem werden. Ich werde das Video jetzt bearbeiten. Ich wollte euch so up to date halten. Nächste Woche gibt es dann hoffentlich bessere Nachrichten mit weniger Beschwerden meiner Seite aus gegenüber der Post. Und mal wieder ein kleiner Market Watch oder so. Gab auch diese Woche nicht so viel, was ich euch da hätte sagen können. Vielleicht zwei, drei Karten. Aber das verschiebt mal auf nächste Woche. Morgen möchte ich eigentlich zur Messe. Ich hoffe, das bleibt dabei, dass ich das hinbekomme, obwohl ich jetzt halt noch 40 Bestellungen offen habe und eigentlich morgen weiterarbeiten müsste. Aber ich glaube, so ein Tag Auszeit, wo ich mal wieder ein bisschen mit euch zocke und quatsche, kann mir auch mal gut tun, weil ich ja auch schon wieder
Ach, hört auf. Das, ihr ballert mir Bestellungen rein. Da bin ich euch auch dankbar, aber das dann abzuarbeiten unter den Bedingungen ist zurzeit irgendwie nicht so realistisch zu bearbeiten. Und ich will gar nicht über die anderen Unboxings reden, wo noch so viele schon so lange warten. Keine Angst. Ich bescheiß euch nicht, ich werde das bearbeiten, insofern ich dann mal Zeit dafür habe. Ich mache die anderen Unboxings aber immer erst, wenn der Versandhandel durch ist. Und wenn der Versandhandel halt am Freitag nicht durch ist, dann kann ich das auch nicht noch nachträglich irgendwie machen. Also versteht mich da bitte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns morgen auf der Messe, vielleicht aber auch nicht. Das wird morgen dann spontan passieren. Um 9 Uhr wird man uns entscheiden, ob wir hinmachen oder ob es nicht geht, weil ich arbeiten muss. Ansonsten spätestens dann am 7.4. hier in Halle zum Goat-Event. Das wäre cool, wenn wir uns da sehen, wenn ihr Bock habt auf dieses Event. Macht's gut. Bis dann, euer Jens.